Wenn die Damenmannschaften des BSV Sachsen-Zwickau auflaufen, dann ist die Halle immer proppevoll. Bereits am Samstagnachmittag hatte die zweite Mannschaft mit einem Sieg gegen Pirna den Aufstieg perfekt gemacht und am Abend stand für die erste des BSV die Sicherung des zweiten Tabellenplatzes gegen Tabellennachbarn Neckarsulmer Sportunion auf dem Programm. Das Spiel von Beginn an schnell und auf beiden Seiten mit einer gehörigen Portion Nervosität geführt. Ein Duell auf Augenhöhe. Die Damen aus dem Ländle sind für ihre selbst für diese Sportart etwas rabiate Spielart bekannt. Die Schiris hatten auch bei dieser Partie alle Hände voll zu tun. Aber auch mit blitzschnellen Angriffen gingen die Schwäbinnen erst einmal in Führung. Da konnte Maskottchen-Europameister Sachsen-Leo anfeuern, wie er wollte. Nele Kurzke in dieser Phase recht nachdenklich. Doch der BSV blieb dran. Petra Starczek beim 7 Meter. Eine solche Begegnung kostet Nerven, vor allem auch die Trainerin. Im Tor zwischenzeitlich Magdalena Neagoje und was die Gegner können, kann der BSV auch. Blitzschneller Konter und Abschluss durch Jenny Czernowski. Mit einem hauchdünnen Vorsprung ging es in die Kabinen. Schock in der 41. Minute. Petra Starczek liegt nach einem Zusammenprall bewusstlos am Boden, muss hinausgetragen und ins Krankenhaus gebracht werden. Aber so war von Seiten des BSV zu erfahren, die Untersuchung ergab keine schweren Verletzungen. Sie wird wohl bald wieder wohlauf sein. Die Geräuschkulisse bei Neckarsulmer Angriffen war jetzt recht deutlich. Und es kam die beste Phase von Nele Kurzke. Angriff um Angriff der Gäste endete bei ihr. Die Siegerpose ist vollkommen berechtigt. Das Spiel blieb bis zum Schluss offen. Ständig schafften die Neckarsulmer den Ausgleich. Die BSV-Mädels kamen einfach nicht richtig weg. Die letzten Spielsekunden. Angriff Neckarsulm, Stürmerfoul und schneller Angriff des BSV. Notbremse gegen Stefanie Prus, aber Jenny Czernowski ist da. Und da gab es kein Halten mehr in Neuplanitz. Mit 33:32 gewinnt die erste Damenmannschaft des BSV dieses wichtige Spiel und sichert sich Rang 2 in der Tabelle der zweiten Handball-Bundesliga.